So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es gelänge, das Grundrauschen im Saale ein wenig abzudämpfen, dann könnten wir, das ist Sinn der ganzen Sache, beginnen. Herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde und Parteitagsdelegierte, liebe Kollegen des Bundesvorstands, verehrte Europa- und Landtagsabgeordnete, verehrte Vertreter der Botschaften der Vereinigten Staaten von Amerika und der Türkei, verehrte Vertreter der Medien, geschätzte weitere anwesende Gäste und liebe, womöglich ebenfalls anwesende Angehörige unserer Delegierten. Ich heiße Sie alle im Namen des Bundesvorstandes der Alternative für Deutschland ganz herzlich zum heutigen Parteitag hier in Hannover willkommen. Vor uns, meine Damen und Herren, liegt ein Parteitag unserer noch immer jungen Partei, der anders als die vorherigen, Sie wissen das, als Delegiertenparteitag stattfindet. Vor allem aber wird er, das werden Sie alle in den vor uns liegenden zwei Tagen erleben, in einer anderen Weise und auch in einer anderen Atmosphäre stattfinden, als die Parteitage, die hinter uns liegen. Liebe Parteifreunde, erinnern Sie sich noch an die Eröffnungsrede unseres letzten Parteitages? Gewiss tun Sie das. Und fast alle hier Anwesenden werden diese Rede auch live miterlebt haben. Das war am 4. Juli in Essen. Es war Konrad Adam, der sie hielt. Und es war eine große und denkwürdige Rede, an die man sich noch lange erinnern wird. In einer Stimmung in der Grugerhalle in Essen gehalten, wie man sie nur selten erlebt. Es war keine gute und gelöste Stimmung, sondern eine aufgeladene und knisternde. Als an jedem Tag galt, einen lange schwelenden Konflikt zu einer finalen Entscheidung zu bringen. Und es schien zunächst weitgehend offen, wie diese Entscheidung ausfallen werde. Als Konrad Adam mit seiner Rede fertig war, war mir, wie vermutlich vielen anderen, den meisten anderen im Saal klar, wie das an diesem Tag ausgehen wird, nach 20 Minuten. Er hatte deutlich gemacht, auf welche Weise die weitere politische Reise unserer Partei sich vollziehen muss und damit implizit auch mit wem und mit wem nicht mehr. Und so kam es dann auch, mit einem für Außenstehende erstaunlichen Resultat, für Insider der Partei sicherlich weniger überraschend. Der weitere Parteitag danach verlief turbulent, aber sehr effektiv. Der Konflikt war entschieden, wir haben ein Schiedsgericht gewählt und am Abend des 5. Juli ging man auseinander und war gespannt, wie sich die Dinge nun wohl weiterentwickeln würden. Alles war höchst ungewiss. Es geschah dann in den darauffolgenden Tagen zunächst, was sich zuvor für diesen Fall abgezeichnet hatte, und was ganz offenkundig auch vorbereitet worden war. Die unterlegene Seite verließ die Partei. Ihr Frontmann gründete mit einigen anderen eine neue Partei. Eine Partei, verzeihen Sie mir das, mit einem erstaunlich dümmlichen Namen. Immerhin. Aber ein Name, der offenbar vorsorglich viel Raum für weitere Parteineugründungen im Falle eines erneuten Scheiterns lässt. Das Alphabet ist lang, meine Damen und Herren. Das Alphabet ist lang. Für die nicht eben wenigen Gegner unserer noch jungen Partei war das alles zunächst, das muss man klar resümieren, ein Fest. Es schien sich zu bewahrheiten, was sie alle gehofft hatten. Weite Teile der Medienlandschaft und unsere politische Konkurrenz allzumal posaunten nun heraus, die Streithansel von der AfD, die hätten sich nun zerlegt, geradezu fragmentiert.
Mit der Austrittswelle, die dann folgte, und der Spaltung sei es nun alsbald mit ihr vorbei. Man könne nun also quasi beruhigt und erleichtert wieder zum Tagesgeschäft des etablierten Parteienzirkus übergehen. Allein, sie haben sich alle getäuscht. Und sie haben sich, wie sich nun keine 5 Monate später zeigt und wohl auch dem Letzten klar werden dürfte, umfassend getäuscht. Zwar schien diese Rechnung zunächst aufzugehen. In den Monaten Juli und August sanken unsere Umfragewerte, zum Teil unter 5%, sogar recht deutlich unter 5%. Es gab eine Austrittswelle von etwa 15% der bisherigen Parteimitglieder. Und es gelang uns in den Sommerwochen, Juli und August, trotz erheblicher Mühen auch zunächst nicht mehr wie gewohnt, öffentlich wahrgenommen zu werden. Das war der offenkundige Versuch, uns totzuschweigen. Das war nicht der erste, aber der lief im Juli, August relativ gut aus der Sicht derer, die das betrieben. Nun, was haben wir in der Lage getan? Mit neuem Streit, wie vor dem Essener Parteitag, konnte und wollte ja nun wirklich niemand mehr in die Schlagzeilen kommen. Und ein diszipliniert, sachlich und sogar harmonisch zusammenarbeitender Bundesvorstand, wie wir ihn seither haben, der ist natürlich nicht schlagzeilenträchtig. Und so arbeiten wir seit Essen, direkt am Tag danach beginnend, mit extremem Aufwand daran, damit in die Öffentlichkeit zu kommen, womit eine Partei auch wirklich in die Öffentlichkeit gelangen sollte. Wir besetzen die politischen Themen und Problemfelder unserer Zeit mit alternativen Antworten zu dem Einheitsbrei der übrigen Parteien. Das tun wir, meine Damen und Herren, seit Monaten mit einer hochaktiven Öffentlichkeitsarbeit. Das tun wir mit unserer bundesweit sehr erfolgreich gelaufenen Aktion Herbstoffensive. Wir tun es mit ungezählten Veranstaltungen überall im Land und auch mit zahlreichen Demonstrationen. Und siehe da, dieser Fleiß, dieses Engagement und dieser Mut tausender hochmotivierter Parteimitglieder im ganzen Land, die so eine Jetzt-erst-Recht-Stimmung hatten und haben, der zahlt sich aus. Bereits im September, liebe Parteifreunde, haben wir die Zerreißprobe erfolgreich bewältigt und den Turnaround geschafft. Seither ist die kurze Abwärtsbewegung nach Essen in eine sehr kräftige und stabile Aufwärtsbewegung gewandelt. Die Mitgliederzahlen steigen massiv an der Zeit. Wir kommen mit der Bearbeitung all der Aufnahmeanträge gar nicht mehr nach. Ich kriege Anfragen, warum dauert das so lange? Schlicht und einfach bei den ebenfalls schön, niemand sieht uns mehr bei oder gar unter 5% oder auch nur in der Nähe dieser Zahl. Wir liegen in allen Umfragen zwischen 8% und 10% bundesweit. Und Potenzialanalysen, das finde ich eigentlich noch bedeutsamer, bescheinigen uns ein Wählerpotenzial von derzeit rund 20%. Meine Damen und Herren, das werden wir sicherlich nicht ad hoc ganz voll ausschöpfen können, denn wir sind noch immer eine lernende, eine junge Organisation, die, wie sollte es anders sein, auch mal Fehler macht. Das heißt, wir werden jetzt nicht ad hoc auf 20% durchstarten, das ist illusorisch, ich halte das für unrealistisch, aber es ist unsere Aufgabe, in den zweistelligen Bereich jetzt doch deutlich überall vorzudringen. Das ist zunächst einmal die Wegmarke, die wir haben, und das wollen wir versuchen, und ich denke, wir werden das auch schaffen. Wir haben diesen Turnaround nun also hinter uns, und das nicht etwa verborgen, sondern, das ist erfreulich, für jedermann offenkundig. Die Aufmerksamkeit der Medien, sieht man auch heute hier, sehr erfreulich, und auch der politischen Gegner ist, nachdem das Totschweigen nun mal nicht mehr ging, längst wieder auf uns gerichtet, ja sogar mehr als je zuvor. Umfragen zeitigen eben Wirkung, meine Damen und Herren. Leider sind diese Wirkungen zu Teilen auch sehr unerfreulich, womit ich weniger die Vertreter der Medien meine, als vielmehr Teile unserer politischen Gegnerschaft, die in einer Art von Angstbissigkeit
alle Grundsätze eines anständigen und demokratischen Gepflogenheiten entsprechenden Umgangsstils mit dem politischen Gegner. Skandal, und wir können das gar nicht laut genug zur Kenntnis geben, wenn man überall in Deutschland, wir erleben das alle, Gastronomen nötigt und in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht, wenn sie unsere Veranstaltungen zu beherbergen bereit sind. Bereits gebuchte Hotelunterkünfte für Delegierte unseres heutigen Bundesparteitags vom Hotel wieder storniert werden, weil man Schaden für das Hotel fürchtet, wenn man unsere Delegierten auch nur Zimmer vermietet. Ich frage Sie, was für ein erbarmungswürdiges Verständnis von demokratischem Diskurs und Wettbewerb legen diejenigen Parteien an den Tag, die meinen, uns auf diese schändliche Weise bekämpfen zu müssen. Wie wäre es denn als Alternativvorschlag, wir sind ja die Alternative für Deutschland, wie wäre es denn einmal mit wenigstens einem Minimum an Respekt, an Fairness und Aufrichtigkeit, statt mit Verleumdung, Verunglimpfung, gegenüber uns und Repressalien gegenüber Gastronomen, die damit gar nichts zu tun haben und die nur ihrem ganz normalen Geschäft nachgehen würden. Liebe Parteifreunde, es ist schlimm, dass so etwas passiert und Schule macht, offenkundig Schule macht, denn das wird derzeit mehr. Fast noch schlimmer und mich empörend ist die pseudomoralische und tief abstoßende Selbstgerechtigkeit derjenigen, die das tun. Wie auch immer, wir müssen damit leben und wir müssen uns standhaft dagegen durchsetzen. Und ich sage Ihnen, und hier stimmt der Satz ausnahmsweise einmal, wir schaffen das. Wir werden nicht weichen, meine Damen und Herren, wir werden nicht aufgeben und wir lassen uns auch nicht klein kriegen. Im Gegenteil, wir werden daraus sogar noch gestärkt hervorgehen, denn wir kommunizieren das und wir machen diesen Skandal öffentlich. Und meine Damen und Herren, die Menschen im Land, die haben feine Sensoren für so etwas. Es wird sich letztlich gegen die richten, die das tun, nicht gegen uns. Und das werden die dann irgendwann merken und dann hört das auch wieder auf. Wenn wir also die Monate zwischen dem letzten Bundesparteitag in Essen und unserem heutigen hier in Hannover einmal Revue passieren lassen und eine nüchterne Bestandsaufnahme machen, dann kann man doch nur sagen, es war richtig, unbeirrt diesen Weg zu gehen. Und wir haben seit Essen als Partei genau das Richtige getan. Alle gemeinsam. Wir haben nämlich vom Bundesvorstand oben bis in alle Kreisverbandsgliederungen unten hinein getan, was man tun muss. Wir haben einfach beharrlich und tüchtig weitergearbeitet. Wir haben an unseren Positionen festgehalten, die wir hatten und haben. Und wir haben neue Positionen zu neuen, sich dramatisch stellenden Zeitfragen entwickelt und das in kurzer Frist, weil die Zeit eilt. Klar, deutlich, mutig und gegen noch so viele Widerstände. Ich kann Ihnen nur sagen, da ich jetzt hier oben stehe, ich bin stolz auf unsere Partei, die von ihren so vielen engagierten und tüchtigen Mitgliedern lebt und die quicklebendig ist. Wirklich nur am Rande möchte ich erwähnen, dass damit auch die in Essen noch viele anwesende Beschäftigte Frage völlig eindeutig
eindeutig und abschließend entschieden ist, welchem Teil der AfD vor Essen eine Zukunft beschieden ist und welchem eher nicht. Während nämlich wir, die AfD, inzwischen in einer ersten Umfrage als drittstärkste Kraft in Deutschland gesehen werden. Wie als Politiker prognostiziere ich Ihnen, solche Ergebnisse werden wir noch mehr sehen. Versinkt die Ausgründung derer, die meinten, sich abspalten zu müssen, in der kompletten Bedeutungslosigkeit und in demoskopischer Irrelevanz. Es zeigt sich damit auch, wer richtig lag und wer falsch. Das kann man auch ganz einfach erklären, meine Damen und Herren. Es braucht keine weitere CDU oder FDP. Sind, braucht es dennoch keine zweite Ausgabe davon. Wenn eine neue Partei Erfolg haben will, meine Damen und Herren, dann muss sie auch etwas Neues anbieten und nicht etwa alten Wein in neuen Schläuchen. Und dieses neue und wirklich alternative Angebot, liebe Parteifreunde, das haben nun einmal wir. Wir tragen ja nicht zufällig den Namen Alternative für Deutschland, sondern sehr gezielt und bewusst. Darum sind eben wir auch diejenigen, die sich durchsetzen und nicht die etwas überangepassten Freunde des Alphabets. Ein letztes Wort noch, es geht nicht mehr lang, zu dem in diesen Wochen uns immer wieder einmal gemachten Vorwurf, wir seien als Partei deswegen jetzt so weit oben, weil wir doch Profiteure der Flüchtlingskrise seien. Und erfreuten uns daran auch gewiss, denn nur das spiele uns ja die große Zustimmung zu, die wir bereits jetzt haben, oder die wir derzeit wieder haben. Ich habe mich allein in dieser Woche, ich habe das mal gezählt, schon in 4 Journalistengesprächen mit diesem Vorwurf konfrontiert gesehen und habe darauf immer gleich geantwortet. Meine Damen und Herren, das ist erstens schon deshalb falsch, weil wir nun wahrlich weit mehr Themen als nur dieses eine haben. Das werden wir hier auch noch sehen an den Resolutionen. Man schaue sich exemplarisch mal unser Landtagswahlprogramm, Sie wissen, ich komme aus Baden-Württemberg, an. 63 Seiten, da wird kein Thema ausgespart, zu dem wir nicht Position bezogen. Zweitens kann man sich dieses Themas doch wohl nicht wirklich erfreuen. Im Gegenteil, es eint uns alle die große Sorge um unser Land. Und das Land, um daran keinen Zweifel zu lassen, kommt für uns alle vor der Partei und nicht dahinter. Wie sehr das im Saal geteilt wird, und das macht mich glücklich. Wir sind als in der Partei AfD zusammengeschlossene Gemeinschaft, vor allem auch eine Vereinigung von Menschen, die ihr Land mit einem guten und weltoffenen Patriotismus lieben und auch in Zukunft mit unseren Kindern und Enkeln hier leben wollen. Wie könnten wir uns also an einer so fundamentalen Krise, wie wir sie erleben, erfreuen? Das geht gar nicht. Schließlich ist es auch noch ein unsinniger Anwurf, denn diese Krise ist Resultat eines jahrelang eklatanten Politikversagens der uns Regierenden. Im Bund wie in der EU. Dass nun durch das verantwortungslose Handeln der Kanzlerin einen traurigen Höhepunkt erfährt. Das Politikversagen der Regierung, wie alle im Bundestag vertretenen Parteien, auch der Oppositionsparteien, aber ist doch nicht uns anzulasten. Ebenso wenig, wie man uns zum Vorwurf machen sollte, dass wir uns gegen die Rechtsbrüche dieser Regierung wenden und konstruktive eigene Vorschläge unterbreiten, was denn zu tun ist in dieser Lage, in kurz- wie langfristiger Perspektive.
Eine Protestpartei könnte das nicht. Wir aber tun das, weil wir das auch können. Und das ist weit mehr. Und das müssen wir. Es ist unsere Pflicht, meine Damen und Herren. Und um es ganz klar zu sagen, wir denken gar nicht daran, das Thema, das doch allen Menschen unter den Nägeln brennt, mehr als jedes andere derzeit, aus der politischen Auseinandersetzung herauszulassen. Wir denken nicht daran, das zu tun. Im Gegenteil. Für unsere Antworten auf diese Krise, die unser Land im Ganzen leider bedroht. Und so sind wir nun heute, ich komme zum Schluss, hier in Hannover als starke und alternative politische Kraft in Deutschland, um zuvorderst, das muss natürlich auch sein, auch wenn es nicht die ganz große Politik ist, an der Fertigstellung unserer neuen Satzung zu arbeiten. Und natürlich versucht man uns auch jetzt wieder von außen, das ist Standard, den einen oder anderen innerparteilichen Konflikt anzudichten, weil wir, wie es sich für eine breit aufgestellte Partei gehört, Gott sei Dank ein plurales Meinungsspektrum in unseren Reihen haben. Sei es drum, lassen Sie uns alle gemeinsam gelassen darauf reagieren. Gelassenheit tut in diesen Zeiten besonders gut. Ich halte jede Wette, wir werden hier in Hannover auf diesem Parteitag gut, harmonisch und vertrauensvoll gemeinsam an unserer Satzung und einigen anderen Aufgaben, die zur Erledigung anstehen, arbeiten. Wir werden auch einige Resolutionen verabschieden, denn die politischen Inhalte sollen natürlich nicht ganz zu kurz kommen, auch wenn das hier ein Satzungsparteitag ist. Meine Damen und Herren, wir lassen uns nicht mehr auseinanderdividieren. Wer von außen auf uns sieht, auf eine neue Spaltung lauert, ich sage das ganz klar, der wird enttäuscht werden. Das wird nicht mehr. Inhaltlicher Arbeit, konzentrierterer Atmosphäre als auf allen Parteitagen zuvor einen erfolgreichen Satzungsparteitag durchführen werden, an den sich dann im Frühjahr 2016 in der genau gleichen Weise unser geplanter Programmparteitag anschließen wird. Auf dem werden wir dann die exzellenten Arbeiten, die die Bundesfachausschüsse und die Bundesprogrammkommission leisten, zu unserem Parteigrundsatzprogramm verdichten. So gehen wir vor, liebe Freunde, und so sind wir bereits hoch erfolgreich und wir werden noch viel erfolgreicher werden. Das als Schlusssatz, und den meine ich knochenehrlich, es ist mir eine Lust und eine Freude, gemeinsam mit Ihnen für eine bessere Zukunft für unser Land zu arbeiten. Lassen Sie uns nun beginnen an die Arbeit. Als Versammlungsleiter würde ich mir erlauben, Herrn Haug vorzuschlagen. Herr Haug, Sie würden das auch machen. Gut. Gibt es weitere Vorschläge aus der Versammlung für die
Leitung. Ich bin etwas geblendet von den Scheinwerfern, aber ich sehe nichts. Dann denke ich, können wir das, wo es keine anderweitigen Anträge gibt, per Handakklamation machen. Ich würde Sie also bitten, für den Fall, dass Sie Herrn Haupt zum Versammlungsleiter wählen möchten, die blaue Stimmkarte in die Luft zu recken. Eine andere rote. So, das sieht nach sozialistischen Mehrheitsverhältnissen aus. Gegenstimmen? Das sind sozialistische Mehrheitsverhältnisse. Enthaltungen? Herr Haupt, einen eindrücklicheren Wunsch, Sie zur Versammlungsleitung zu haben, als die. Dann fahre ich, ich kann mich an Parteitage erinnern, wo das länger dauert. Und wir kommen direkt zu dem, was Herr Meuthen gerade angedeutet hat. Wir müssen jetzt nämlich noch zwei stellvertretende Versammlungsleiter wählen. Da würde ich Herrn Meuthen nicht, oder hier gibt es einen Vorschlag von Herrn Flack für die Wahl der zwei Stellvertreter. Ja, guten Morgen. Endlich wieder Satzungsparteitag. Wir haben uns in der Tat ein, zwei Gedanken gemacht. Einen Gedanke ist dem Glatteis zum Opfer gefallen und wofür er auf die Bahn umsteigen musste. Wir schlagen vor Christoph Basedow aus Mecklenburg-Vorpommern und Kai Gottschalk aus Hamburg. Gibt es weitere Vorschläge aus der Versammlung? Ich sehe keine weiteren Vorschläge. Dann schlage ich vor, ist das ein Vorschlag, das in offener Abstimmung abzustimmen. Und ich schlage vor, da wir zwei Vorschläge haben und zwei zu wählende Positionen, dass wir nicht eine Einzelwahl vornehmen, sondern beide gemeinsam in einer Blockwahl wählen, wenn es da keinen Widerspruch gibt. Ich sehe keinen, stelle ich den Vorschlag mit Herrn Basedow und Herrn Gottschalk zur Abstimmung. Wer ist für diesen Vorschlag? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann sind Herr Basedow und Herr Gottschalk gewählt. Und Ronny Steinecke sind vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Ich sehe keine weiteren Vorschläge. Dann auch hier offene Abstimmung und en bloc. Wer ist für diesen Vorschlag? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist auch diese Wahl erfolgreich gewesen. Um jetzt alle Formalitäten gleich richtig zu machen, frage ich nur noch mal ganz kurz die zwei stellvertretenden Versammlungsleiter, ob sie die Wahl annehmen. Ja, ich nehme die Wahl an. Ja, ich nehme die Wahl an. Und ebenso die Protokollführer. Beide nehmen die Wahl an. Dann haben wir auch Protokollführer.